Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Aragon, mein Hundeleben. Und heute haben wir wieder mal ein spannendes Thema für euch bereit, und zwar Mantrailing. Haben wir sonst nicht spannende Themen? Nein. Ja, das ist halt außergewöhnlich, es ist nicht außergewöhnlich, aber es ist doch ein sehr interessantes Thema. Wir haben ja das schon einmal thematisiert, dieses Mantrailing. Ja, da war es noch auf Schweizerdeutsch. Genau. Niemand hat uns verstanden. Und ja, doch, die Schweizer. Die Schweizer, ja, genau. Ja, aber da haben einige haben da geschrieben, uns angeschrieben, dass wir doch das auf Hochdeutsch auch mal zeigen sollen, das Mantrailing. Ja, beim Schweizerdeutsch-Video, da waren wir noch ziemlich am Anfang, beim Trailaufbau. Und da sieht man uns auch nur zu zweit, so ein bisschen im Wald rumstöbern. Ja, das war halt ein bisschen so ein Üben, also ganz am Anfang war das. Klappt ja normalerweise dann nicht mehr einfach nur so zu zweit. Und jetzt haben wir das geschafft, dass wir das auch mal in der Gruppe filmen konnten. Ja, wir können euch ja den Trail, nicht den ganzen Trail, in komplettem Umfang zeigen, weil wir mussten da auch zwei, drei Szenen rausschneiden, weil von der Gruppe wollten auch nicht alle direkt gleich auf YouTube. Und das ja, da muss man dann ein bisschen schauen, wie man das schneiden kann, und ist die Kameraführung vielleicht manchmal ein bisschen komisch gewesen. Es wackelt dann auch ein bisschen, weil wir immer noch keinen Gimbal gespendet bekommen haben. Ja, oder sowas Lustiges da. Ja, aber man macht sich da auch gemütlich. Ja. Und eben, und da, ja, es ist ein bisschen, vielleicht zwischendurch ein bisschen wackelig, weil ich musste dem Stefan ziemlich hinterher rennen. Weil du bist so ein schneller Trailer. Genau, ich bin ein Blitztrailer. Nein, Aragon ist einfach Aragon zu schnell. Aragon ist mega schnell. Genau. Ja, ihr seht das dann, es ist wirklich witzig auch zum Teil, aber mega spannend. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen einen Einblick zeigen, wie das bei uns so läuft. Genau. Dann viel Spaß. Viel Spaß. Zu Beginn haben wir gelernt, muss man die Leine schön vorbereiten und Schlaufen machen, damit es dann beim Trail kein Genusch gibt und man sich verheddert und so eigentlich den Trail nicht flüssig halten kann. Wie ihr seht, habe ich hier Knüppel gemacht, also Knoten gemacht in die Leine, aber dazu später mehr. Beim Start bereiten wir den Hund vor. Und wie ihr seht, ist Aragon ziemlich ungeduldig, was das Trailen anbelangt. Vor allem beim Start ist er sehr aufgeregt und möchte am liebsten gleich losrennen. Daher ist es auch ziemlich schwierig, ihn so vorzubereiten. Es ist jetzt sicherlich auch nicht gerade glücklich gemacht von mir. Ich hatte an diesem Tag nicht gerade meinen besten Tag. Ich war selber mit mir ein bisschen überfordert. Und deswegen schlichen sich da einige Fehler ein. Ja, man hat das gesehen jetzt beim Geschirr anziehen, so über den Kopf drüber. Das wurde dann auch von der Trainerin ein bisschen kritisiert, gell? Ja. Und also überfordert, du hast, glaube ich, ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und so. Und dann ist man vielleicht manchmal auch nicht so bei der Sache wie sonst, aber ja. Und beim Anziehen muss man fast zu zweit sein. Wir haben noch darüber diskutiert, was besser sei, ob man Aragon zwischen die Beine nehmen soll, also so ein bisschen Garage, eine Höhle machen für ihn, oder ob das eben eher kontraproduktiv ist. Das haben wir dann später noch diskutiert. Das ist auch wieder bei jedem Hund anders. Was wir ja da machen jetzt bei uns, ist, dass beim Start, also wir ziehen das Geschirr erst beim Start an, dass der Hund das wirklich mit dem Trail verbindet. Dann bekommt er den Geruch. Und dann gibt es auch ein Codewort, und eigentlich darf er da noch nicht so losschnellen, sondern er muss eigentlich warten, bis er das Startwort, also das Trail bekommt. Er bekommt ein Signalwort fürs Riechen und er bekommt ein Signalwort fürs Losgehen. Ja, jetzt machen die das noch. Machst du das nochmal? Genau, ich habe das Codewort eben vergessen beim Riechen. Und auch hier, man sieht es an der Reaktion an, den Start habe ich auch verkackt. ja, es ist wirklich, man muss auf sehr, sehr viele Sachen achten. Und wir werden dann am Schluss vom Video den Start noch einmal bearbeiten. Und ja, so ein bisschen Trockenübung. Trockenübung mit der Trainerin, genau. Ja, genau.
Beim Trail ist das wichtig. Haben wir gelernt, dass man ständig hinter dem Hund bleibt und ihn ganz genau beobachtet. So wie hier auch, wenn man auf eine Kreuzung kommt, wird man langsamer. Man gibt dem Hund mehr Leine, damit er alle Ecken abchecken kann, wo die Fährte lang geht. Man lässt ihm auch alle Türen offen, man sieht das später dann besser, wie man das macht. Bei offenem Gelände oder bei so Büschen und offenen Wiesen, ja, versucht man den Hund auf eine gute Länge zu halten. Das ist vielleicht auch bei jedem Hund ein bisschen anders. Ich habe ihn jetzt so circa 3-4 Meter vor mir. Und auch hier wieder bei der Kreuzung zieht man ihn näher und wird langsamer, damit er wirklich auch Zeit hat, alles abzuchecken. Hier sieht man jetzt gut, wie ich das gelernt habe, dass ich mich zur Seite stelle, damit der Hund wieder zurück kann und man nicht einfach dort im Wege steht und der Hund dann das Gefühl hat, ah, okay, hier geht es sicher nicht durch, Herrchen steht da im Weg. Man lässt ihm also wirklich alle Wege offen. Ja, wir haben jetzt das so, bei unserer Gruppe wird das so gemacht, dass wir den Hund nicht ständig korrigieren. Also wir wissen auch nicht, also der Hundeführer weiß nicht, wo der Figurant sich versteckt hat. Das weiß nur die Trainerin, die den versteckt hat, damit sie eben helfen kann, falls der Hund es wirklich nicht findet. Aber der Hundeführer weiß es nicht, genau eben aus dem Grund, dass man den Hund nicht beeinflusst. Also dass man wirklich dem Hund auch die Möglichkeit gibt, den Weg zu zeigen. Da hat es wahrscheinlich den Duft ein bisschen nach hinten gedrückt. Und deshalb hat er so das Gebiet abgesucht und merkt jetzt, ah, da geht es wieder nach vorne. Genau. Wir kommen jetzt dann hier auf... Ja, schon markieren ist wichtig. Ja, schon markieren ist immer wichtig. Dafür hat er immer Zeit. Ja, genau. Schnell zeigen, dass Argon da war. Hier das ist ja auch wieder ein offener Platz, oder? Ist wieder ein offener Platz, genau. Man lässt ihm eigentlich wieder mehr Leine, damit er wirklich dieses offene Gelände abchecken kann. Und wie man auch hier sieht, hat er diesen Durchgang hier, hat es wahrscheinlich den Geruch auch hier hingedrückt und da ist er jetzt am Abchecken. Sie hat mir jetzt gesagt, dass er im Zickzack abcheckt, was heißt, dass es wahrscheinlich hier auch nicht mehr weitergeht. Und ja, er hat es auch selbst gleich gemerkt. Er hat es selber gemerkt, genau. Und du hast ihn, also beide habt den Weg aufgemacht. Den Weg aufmachen, genau. Und hier habe ich ein bisschen spät reagiert. Ich habe den Hund gebremst, als er nach rechts wollte. Habe ich auch wieder Rüge bekommen. Ja, also es ist ja nett. Ja, ja. Aber sie sagt schon immer, also er reagiert sehr fein. Er ist sehr fein, ja. Auf die Leine. Das hätte ich nie gedacht, aber er reagiert wirklich sehr, sehr auf feine Signale schon. Genau, da muss man wirklich bei der Sache sein und den Hund wirklich sehr, sehr gut lesen. Jetzt hier, man sieht es an seinen Rädern hinten, wie er zieht. Er hat die Fährte jetzt wieder aufgenommen. Ja, das merkt man sehr gut bei Aragon, wenn er da wieder auf dem Weg ist. Dann spult er richtig. Er spult richtig, genau. Ja, das ist auch typisch für Aragon jetzt, er ist immer mit der Nase am Boden. Also manche Hunde gehen da wirklich über die Luft und er geht sehr deutlich dem Boden nach, die Fährte suchen. Und ja, da ist er wieder sehr sicher, das sieht man gut, wie der da richtig zieht in diese Richtung. Also der weiß ganz genau, was er will. Jetzt hier hatten wir eine Begegnung mit einem Hund, mit einem anderen Hund, da war er kurz abgelenkt. Ja. Aber nicht schlimm, also er hat es wirklich gut gemacht. Und auf der anderen Seite von diesem Flüsschen da hat es auch mehrere Hunde noch in dem Gehege, die dann ziemlich gebellt haben, aber da hat er sich gar nicht groß beeinflussen lassen. Jetzt hier ist er kurz erschreckt und da habe ich auch einen Fehler gemacht. Man sieht es fast nicht, aber ich bin nicht stehen geblieben. Ich habe Aragon vorwärts gedrückt und das darf man auch nicht. Man muss den Hund wirklich gehen lassen und
Sie sagt mir auch immer, ich müsse die Leine möglichst straff halten, wenn er die Fährte aufgenommen hat, damit der Kontakt aufrecht bleibt zwischen Hundeführer und Hund. Das ist gar nicht so einfach, weil das geht ja auch immer alles sehr schnell. Ja, es ist sehr schnell, ja. Also es sieht vielleicht nicht schnell aus, aber wenn man wirklich einen Hund führt und sich konzentrieren muss auf den Hund und auf sich selber, ja, dann kann sich da schon der ein oder andere Fehler einschleichen. Stress. Die das dann wirklich professionell machen, die trainieren ja, glaube ich, da auch jahrelang. Ja, das ist, glaub ja, ich genau. Glaube ich nicht. Genau. Jetzt hier kurz vor dem Ziel. Was hier anders ist als sonst, der Figurant oder die Figurantin sitzt nicht oder versteckt sich nicht offensichtlich, sondern sie läuft hier herum und das verwirrt ihn. Das war das erste Mal. Das war so, das erste, ja. Mal, genau, dass er so zum Ziel kam. Deshalb sucht er jetzt auch wieder rückwärts, weil er irgendwie verwirrt ist. Da ist doch der Geruch, aber irgendwie, da stimmt was nicht. Und jetzt merkt er es. Jetzt hat er es gemerkt. Gecheckt. Und zack. Und die Sarah ist natürlich auch jemand, den er sonst kennt, oder? Genau. Die immer auch auf dem Trace dabei ist. Deshalb hat er das nicht sofort gemerkt. Und, ja, das war lustig. Das war süß, ja. Jetzt auch hier habe ich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Den Hund fressen lassen. Man sieht es jetzt gleich. Ich will ihm dann das Gestelltli, das Geschirr abziehen. Jedoch hat sie mir gesagt, nein, Essen, warten. Ruhe, die Belohnung abholen, genau, lassen. Genau, schön in Ruhe. Er soll sich jetzt belohnen lassen. Und dann machen wir also schon so, dass wir das Geschirr abnehmen, weil jetzt ist der Trail fertig und dann weiß er auch, jetzt ist fertig gearbeitet. Übrigens, die Farbe haben wir nicht selbst ausgesucht. Das war eine Occasion, was wir bekommen haben. Das war wahrscheinlich von der Hündin vorher. Aber das ist ja Aragorn völlig wurscht. Ja, Aragorn ist das Wurst. Eventuell ist es schon bald ein bisschen zu klein. Da bekommt er dann mal ein neues. Ja. Es ist ja auch nicht ein optimales Führgestell. Geschirr. Geschirr. Führgeschirr für den Trail. Da gibt es natürlich bessere. Ja, das ist eins ums andere. Da sieht man jetzt auch, Aragorn muss wirklich nach den Trails dann sicher leiten können, ein bisschen rumpinkeln und so. Und dann wirklich auch so ein bisschen rumrennen und einfach so ein bisschen den Stress, einfach sich die ein bisschen Anspannung. Locken, die Anspannung lösen können. Genau. Und dann lassen wir dann auch im Moment ein bisschen rumwuseln und trinken natürlich. Jetzt hier Trockenübung Start. Das ist mir ja nicht so gut gelungen. Und auch hier erklärt sie mir eigentlich, dass das mit dem Riechen, dass man wirklich zum Hund geht, ihn riechen lässt und ein Kommando gibt. Jetzt zum Beispiel Jack oder Schmöcken. Oder Schmöcken. Genau, wir haben jetzt Schmöcken, Riechen. Und dann, genau. Weiß der Hund, was los ist, und man wartet eigentlich, bis der Hund bereit ist und in die richtige Richtung schaut. Dann geht der Hund los. Also Sarah simuliert einen Slow-Mo Aragorn. Genau, ein Slow-Mo Aragorn. So habe ich es eben gemacht. Ich habe ihn weggestoßen eigentlich mit meiner Bewegung. Ja das ist ja mit der Bewegung, Impulse, genau. Über die Leine funktioniert das jetzt. Genau. So die Energie, die der Hund dann in der Leine spielt. Und man lässt eben den Hund zuerst gehen und dann kommt man hinten nach, währenddem man ein bisschen Leine gibt. Und so startet man eigentlich den Trail. Ja, das sind so viele, viele kleine Finessen, die man beachten muss. Es sind sehr interessant und ich lerne auch jedes Mal wieder dazu. Ja, man lernt auch viel über den eigenen Hund. Genau, man lernt ihn lesen und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und wir können es eigentlich allen empfehlen. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, wir sagen das nicht, weil wir das so
wissen, dass das richtig ist. Das ist alles das, was wir gelernt haben von unserer Trainerin. Wir geben das einfach so eins zu eins weiter. Ja, das ist einfach das, wie wir es in der Gruppe machen. Wie wir es machen, genau. Ja, genau. Andere machen es vielleicht ein bisschen anders. Sicher auch nicht falsch. Wir machen es so und für uns stimmt das so. Und für Aragon auch. Genau. Es ist ja auch eine kleine Gruppe und auch nicht so wettkampforientiert und so. Genau. Und das möchten wir auch so behalten. Einfach eine gute Zeit mit unserem Hund haben und ja, dass er eine gute Beschäftigung hat. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch ein Like. Besonders freuen wir uns über Kommentare, wie ihr darüber denkt. Und natürlich auch immer neue Abos, das ist klar. Und ja, wir können es wirklich nur empfehlen. Macht Spaß für Hund und Mensch. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis bald. Tschüss.